zwei Tage unseres Bangkok-Urlaubs 2015 haben wir auf dem Chatuchak-Markt verbracht. Ein riesengroßer Flohmarkt mit fliegenden Händlern, der nur am Wochenende stattfindet, und zwar immer von Freitagmittag bis Sonntagabend, und das auf einer riesengroßen Fläche am Stadtrand. Wie man an diesen Bildern schön sehen kann, ist dieser ganze Markt in viele, viele kleine Gänge und Reihen aufgeteilt. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass man hier sehr, sehr schnell den Überblick verliert. Wenn man hier das erste Mal durch den Markt wandert, ist es wirklich unheimlich unübersichtlich. Deswegen heißt es in vielen Reiseführern auch, wenn man irgendwas entdeckt, was einem gefällt, gleich mitnehmen, weil diesen Stand findet man in der Regel so schnell nicht wieder. Nach einer Weile hat das Ganze aber System. Man kann also erkennen, dass am Anfang und am Ende jeder Reihe, jedes Gängchens gibt es Schilder, die einem bei der Orientierung helfen. Alles ist durchnummeriert. Es gibt sogar eine App, mit der man sich hier orientieren kann. Und so nach den zwei Tagen, die wir hier verbracht haben, haben wir uns dann doch relativ gut zurechtgefunden, auch wenn es uns trotzdem noch schwer gefallen ist, den einen oder anderen Stand wiederzufinden, wo wir vielleicht das ein oder andere Schnäppchen entdeckt haben. Es gibt hier wirklich alles. Es gibt hier ja, von den Bongs, den wir hier rechts auf der Seite sehen, über Klamotten, Essensstände, Kunstgegenstände, gibt es hier wirklich alles zu entdecken auf diesem Markt. Und was uns sehr, sehr gut gefallen hat, ist eben, dass es hier wirklich auf einer Fläche von ja, über einem Quadratkilometer eine ganz breite Varianz von allem Möglichen gibt und man nicht nur den üblichen Touri-Kram irgendwie zu kaufen bekommt. Jedes Wochenende sind hier ungefähr 500.000 Leute unterwegs, also man kann sich vorstellen, das ist wirklich eine Riesenmasse an Leuten, die sich durch diese Gängchen zwängt, und aufgrund der aktuellen Situation hier in Bangkok ist hier alles sehr, sehr schwer auch bewacht und beschützt. Wir haben viel Polizei gesehen, und am Eingang bei den verschiedenen Eingängen zum Markt wird man kontrolliert, Taschen werden durchsucht. Also wir haben uns relativ sicher gefühlt, auch wenn das natürlich bei der Masse an Leuten ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Händler gibt es hier ungefähr ja, 15.000 verschiedene. Das heißt, es ist wirklich ein Flohmarkt, der seinesgleichen weltweit sucht und den man, wenn man in Bangkok ist, unbedingt mal anschauen sollte.